Ja, guten Abend, hier bin ich nochmal. Wie ihr wisst, aus meinem vorhergehenden Video habe ich ja mein Eigenbauprojekt angefangen und jetzt liege ich wieder auf der faulen Haut, beziehungsweise sitze am PC, genieße ein Pfeifchen und habe zur Feier des Tages aus meinem Kontingent ein Döschen geschlachtet. Es handelt sich hierbei um den London Blend 1000 von Tim, der von Darmpipe hergestellt wird. Und laut der Beschreibung ist es ein voll aromatisch kräftiger After-Dinner-Smoke, bestehend aus orientalischen Ismir, Virginia aus Sair und einem sehr hohen Anteil an Latakia. Dem kann ich insofern zustimmen. Das Tabakbild, ich probiere mal das hier zu zeigen, ist sehr dunkel. Hauptsächlich dunkel mit einigen hellen Fleckchen und schmeckt mir auch, wie der schon auch vorgestellte Balkan-Mixture, hervorragend. Als After-Dinner-Smoke mit vollem Aroma, ja, kann ich nur sagen, das Aroma stimmt. Ist wirklich sehr angenehm voll, mit einer angenehmen Süße im Hintergrund, also es kratzt nichts, es beißt nichts, es brennt nichts auf der Zunge. Alles in allem eine sehr gut gelungene Mischung. Naja, zur Stärke würde ich sagen, also nicht überbewerten. Es ist zwar bekanntlich Geschmackssache, jeder urteilt da anders, aber ich empfinde ihn nicht als so stark, wie er in der Produktbeschreibung angegeben ist. Nichtsdestotrotz, ein weiterer Engländer in meiner Tabakbar, den ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Das war's eigentlich schon wieder. Tschüss!